Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Werder TV Spezial im Mai. Wie das Wort Spezial schon sagt, haben wir uns heute auf ein Thema beschränkt. Unser Thema heute soll sein die Ostkurve, Aktivitäten um und in der Ostkurve und ein wenig auch das Fanprojekt. Zwei Gäste haben wir heute bei uns im Studio. Beides Festangestellte beim Fanprojekt Bremen e.V. Zum einen Thomas Hafke und zum anderen Harald Klingebiel. Herzlich willkommen, ihr beiden, bei uns hier heute. Hallo. Ja. Fanprojekt und Ostkurvensaal. Wie passt das zusammen, Thomas? Ja, das war eigentlich, oder ist eigentlich nur zu erklären, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückguckt und den Umbau des Stadions im Auge hat. Und zwar war das so, dass Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine Umbaudiskussion ja anstand und wir uns überlegt haben, wenn denn das Stadion, die Ostkurve neu gebaut werden muss, die musste ja auch, weil es ja auch nicht mehr so tragbar war, dann sollten da Fans dran beteiligt sein und zwar nach ihren Vorstellungen und so weiter. Dort eingebracht werden. Dann haben wir uns da rangemacht, haben ein Modell gebaut und das in einem Maßstab von, glaube ich, von 1 zu 50, haben es dann den Politikern vorgestellt. Und tatsächlich ist das auch so teilweise in Form eines Kompromisses umgesetzt worden. Das heißt, wir haben zum einen Stehplätze bekommen in der Ostkurve, was die Fans und wir immer wollten. Und wir haben Räumlichkeiten bekommen, eben den Ostkurvensaal, über den wir ja heute auch sprechen wollen. War das denn eure Intention, die Intention von euch beiden, Harald? Wir haben uns in dem Zusammenhang überlegt, wir müssen aktiv werden, am besten natürlich zusammen mit Fans. Denn da, wo sich Fanszene darstellt, wo sich Fanszene abspielt, das Stadion, wirkt auf Menschen. Entweder sie verhalten sich zivil oder eben azivil oder unzivil. Und so haben wir gesagt, daraus muss eine Initiative entstehen, die eben die Betroffenen, die Experten der Fankurve sind, nämlich die Fans selbst, so zu Wort kommen lässt, dass einerseits die Kurve modern wird, andererseits aber das, was sie wollen, nämlich Stehplätze zu erhalten, realisiert werden kann und am besten verbunden eben mit diesem sogenannten Ostkurvensaal als integriertes Modell. Wie lange hat das gedauert, bis von der Planung, bis das umgesetzt wurde? Ja, das war ja so, dass wir damals den Ampelsenat hatten, als wir aktiv wurden und da ja beschlossen worden ist, das Stadion erstmal nicht umzubauen, sondern dann erst mit dem neuen rot-schwarzen Senator bzw. Senat dann die Entscheidung fiel. Da waren so ein paar Jahre dazwischen, sodass wir also erst 1997, also Anfang 1997, dann die Räume bezogen. Also hat sich aber auch der Umbau des Stadions für euch so ein bisschen als Glücksfall erwiesen? Also wir haben einfach wissend, dass ein Stadion gebaut werden wird und an der Ostkurve gebaut werden wird und ganz frühzeitig mit einer Idee an die Öffentlichkeit gewandt und haben versucht, das Thema Fankurve, moderne Fankurve so nach vorne zu bringen, dass das dann auch funktioniert hat. Wie gesagt, schon, wie schon angesprochen durch den Thomas, hat ein paar Jahre oder ein paar Monate auf Eis gelegen, aber insgesamt von Beginn Januar 91 bis Mai 97, so lange war die Arbeitsphase, die wir eng zusammen mit Werder-Fans in einer sogenannten Projektgruppe gemeistert haben, nämlich dieses Sitzen ist für den Arsch. Mhm. Erinnere ich mich auch dran. Die Zeit von 91 bis 97, 98, haben die Fans die mehr oder weniger erlebt? Haben die sich, war da so eine gewisse Vorfreude zu spüren, dass sie dann endlich irgendwann mal eigene Räumlichkeiten bekommen? Nee, so war das eben nicht. Also wir mussten, und die Fans selber auch, wir mussten uns auch ab und zu mal wieder selbst vergewissern, ob wir denn da damals mit unserem Modell, ob das sich nicht alles irgendwie dann totläuft und dass es vielleicht sogar von der Stadt so gewollt ist. Und wir haben uns deswegen auch immer dann nochmal in Abständen getroffen und haben uns kleine Aktionen überlegt beispielsweise. Das war also bis zu dem, man muss so wirklich, also ich habe das persönlich, muss ich jetzt sagen, auch so empfunden, bis zu dem Zeitpunkt 97, als mir der Schlüssel übergeben worden ist, erst da war für mich wirklich hundertprozentig klar, wir haben die Räume. Mittlerweile steht da der Ostkurvensaal und das schon seit einigen Jahren. Und welche Aktivitäten dort stattfinden, das sehen wir jetzt. Weserstadion vor dem Ostkurvensaal. Fußball ist hier das Motto. Und worum es in diesen Räumlichkeiten noch geht, erfahren wir jetzt von Harald Klingebiel. Ja, wir stehen jetzt hier vorm Fanzentrum. Und das Fanzentrum hat einen Ostkurvensaal und Büroräumlichkeiten fürs Fanprojekt und für den Dachverband Bremer Fanclubs. Jetzt werden wir mal eine kleine Begegnung machen. Hier kommen wir ins Foyer. Wir sitzen immer, insbesondere bei den Saalöffnungen vor und nach den Spielen, Jugendliche, die sich einfach nur aufwärmen und halt klönen und sich hier treffen. Bei Vermietungen oder Veranstaltungen hier im Saal ist das auch immer besetzt hier vorne. So, jetzt treten wir ins Zentrum des gesamten Fanzentrums. Hier bereiten sich die ersten Werder-Fans auf das Spiel vor. Heute mal wird ein Videofilm von einer Band gezeigt.
Diese Anlage, die hier drin ist, ist zum großen Teil von Werder-Fans selbst zumindest eingebaut worden. Die mobile Bühne hier ist von Fans gebaut worden. Die Trägeranlage da oben ist von Fans gebaut worden. Und der Tresenbereich ist ebenfalls von Werder-Fans gebaut worden. So, wir freuen uns immer, dass Fans ganz unterschiedlichen Alters hierher kommen. Erwachsene, Väter mit ihren Söhnen, Familien, Ehepaare und so weiter. So, jetzt zeigen wir mal das Innere, das technische Innere. Björn, dürfen wir dich mal unterbrechen? Ja, klar. Was machst du heute hier und wie ist die Resonanz? Ja, also im Winter sind tollerweise immer mehr Leute da, weil es halt draußen kalt ist. Der Saal ist wesentlich besser gefüllt als im Sommer. Und ich habe heute mal zur Abwechslung ein Onkelsvideo mitgebracht. In der Fußballszene wird halt gerne böse Onkels auch gehört. Die Band aus Frankfurt und einfach zur Belustigung habe ich das mal reingeschmissen. Aber ich werde es jetzt auch bald ausmachen, weil es schon eine Stunde läuft und werde halt mal ein bisschen wieder Live-Musik machen. So. So, wir gehen langsam durch ans Getränkezentrum. Dieser Tresen hier ist ebenfalls von jugendlichen Werder-Fans gebaut worden und er wird bei Vor- und Heimspielen von Werder-Fans besetzt, die nämlich Bestandteil der Ostkurvengruppe sind. Die Ostkurvengruppe ist die Gruppe, die den Betrieb hier insgesamt trägt. Also weitestgehend selbstorganisierte Veranstaltungen machen und den ganzen Saalbetrieb trägt. Ja, Manuela, du bist heute eingeteilt, du bist heute Tresenkraft. Du gehörst zu der Ostkurvengruppe, die diesen Saal weitestgehend selbstständig betreibt. Was hast du für so Erfahrungen gemacht heute? Auch heute sehr gute mit den Italienern. Freundlich, sehr höflich, hab auch hier mir was geschenkt, bei uns hier, also nur die Besten. Und wie findest du die Möglichkeit, dass Fans hier den Saal weitestgehend selbstständig betreiben können? Ja, das finde ich auch wunderbar und es hilft hier auch jeder mit und jeder achtet ein bisschen, dass es ein bisschen ordentlich hier aussieht und fühlt sich ja eigentlich wohl, also auch keine Beschwerden gehabt und das ist klasse. Klasse finden die Besucher des Ostkurvensaals auch den Verkaufsstand der Eastside. Diese Fangruppe ist bekannt durch spektakuläre Aktionen in der Ostkurve. Fotos von Konfettiregen, Fahnenschwenkern und Pappschildaktionen werden hier vor dem Spiel zum Verkauf angeboten. Den Kopf dieser sogenannten Ultra-Gruppierung sehen wir hier. Was sind die nächsten Aufgaben von Eastside?